begrüße euch zum ersten Vortrag im Lichtakzente und habe ganz am Anfang ein paar Wünsche. Wir nehmen ja heute das Ganze auf, das heißt, es wäre sehr nett, wenn ihr ein bisschen ruhig seid, weil jedes Geräusch, jedes Wort zeichnet der auf. Ich bin nämlich verhältnismäßig weit weg von der Kamera und leider schaut das Mikro in eure Richtung und nicht in meine. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Bewegungen macht, Geräusche macht, irgendwas besprecht, dann ist es wahrscheinlich lauter drauf auf dem Video als ich. Meine, je nachdem, ob das gewünscht ist. der Vortrag E-Euro ist an und für sich jetzt nicht so abwegig. Ich glaube, die meisten wissen inzwischen den groben Fahrplan. Okay. Tosende Zustimmung bedeutet, ich werde das nur mal ganz kurz erwähnen, nächstes Jahr Kunde, 2023 wird der E-Euro eingeführt, allerdings als abgespeckte Version. Abgespeckt, das werden wir dann nachher noch mal genauer besprechen, wenn wir da durch die vorgefertigten Blätter durchgängen. 2025 wird es dann eigentlich erst richtig interessant, weil dann wird er unter Anführungszeichen scharf gestellt. Und scharf gestellt heißt, alle Funktionen, die sie sich ausgedacht haben, die werden mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dann genauso umgesetzt. Problem an der ganzen Geschichte ist, und das ist dann der Vortrag in der nächsten Woche, es hängt das EU-Vermögensregister unmittelbar mit dem E-Euro zusammen. Und da wird man höchstwahrscheinlich versuchen, so lückenlos wie möglich alles zu erfassen, was uns in irgendeiner Art und Weise vermögendlich betrifft. Und das, ja, in der nächsten Woche, da habe ich nämlich einen netten Vortrag gehört auf dem World Economic Forum und ich würde mal ganz vorsichtig sagen, ja, wenn die Leute nicht munter werden, dann ist die Aussage des Herrn Schwab tatsächlich im Raum. Ja, ihr werdet nichts besitzen, aber glücklich sein. Ich würde mal sagen, man müsste die Leute jetzt rechtzeitig aufwecken, damit sie in den kommenden 2 Jahren ein bisschen dagegen steuern. Über das werden wir auch noch sprechen heute. Weil sonst fahren die einfach über uns drüber. Denen ist es völlig egal, was wir wollen. Und wenn wir nicht sagen, was wir wollen, ist eigentlich schon die Richtung klar. Bevor wir direkt auf den E-Euro eingehen, möchte ich ein bisschen das besprechen, wie jetzt eigentlich diese Finanzgeschichte aufgebaut ist. Und zwar mit der obersten Instanz innerhalb von der EU, beziehungsweise eigentlich nicht EU, weil es sind nicht alle im Euro dabei, sondern die EZB ist für den Euro zuständig. Teilweise haben sie sich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, weil viele Länder haben sich dazu verpflichtet, die Währung, die noch nicht Euro ist, an den Euro zu koppeln. Und dementsprechend hat eigentlich die EZB sogar schon Durchgriffsmacht in Länder, wo es noch gar keinen Euro gibt. Und die haben sich teilweise schon sehr unter Anführungszeichen daneben benommen in dieser Krise. Eines der besten Beispiele, Polen, Ungarn, ich meine, die wissen aus meiner Sicht ganz genau, in welche Richtung die Fahrt geht. Und ich bin sogar der Meinung, dass die Ideen dazu haben, überhaupt nicht zum Euro beizutreten und sogar der EZB den Rücken zuzukehren. Und wahrscheinlich hat der E-Euro da einen sehr wichtigen Anteil. Was jetzt gerade dieses Geldsystem anbelangt, haben wir eigentlich nicht allzu viel mitgekriegt. Also wir kennen natürlich die EZB als übergeordnete Instanz. Die EZB selber untersteht den einzelnen Nationalbanken der Länder. Also das heißt, einfach nur zu sagen, die EZB ist an allen schuld, ist eigentlich nicht ganz richtig, weil übergeordnet sitzen die Nationalbanken im Rat der EZB und beschließen, in welche Richtung das geht. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Gouverneur Novotny oder wie es halt alle hassen, da sagen, ja, die EZB ist so bäs, und das haben wir insbesondere im letzten Jahr im Sommer gehört, wie es dann das Modell für den E-Euro vorgestellt haben, stimmt das natürlich nicht ganz. Es stimmt zwar, ja, die EZB hat da einen führenden Kopf, das ist der Professor Dr. Ulrich Binzeil, der hat sich das ausgedacht, wie der E-Euro ausschauen soll, aber man hätte im Prinzip auch dagegen stehen können und hätte sagen können, okay, das Modell ist für Mistkübel, wir wollen ein anderes Modell haben, und das haben sie nicht gemacht. Also das heißt, die Nationalbanken hängen mittendrin und einfach nur alles auf die EZB zu schieben, ist ganz einfach Blödsinn.
bisher war die EZB für uns verhältnismäßig uninteressant. Die EZB sagt zwar grundsätzlich, sie ist die geldgebende Bank, aber das hat mit uns nichts zu tun. Warum? Die EZB ist ausschließlich berechtigt, an die Hausbank Geld zu vergeben. Das heißt, die Hausbank sagt zum Beispiel, ja, wir schauen gerade ein bisschen mager aus, wir wollten eigentlich wieder mehr Kredite ausgeben, wir brauchen eine Art Sicherheit. Und dann gehen sie zur EZB und nehmen sich bei der EZB mehr oder weniger einen Kredit in Form von Zentralbankgeld. Dieses Zentralbankgeld lautet zwar auf Euro, hat aber mit dem Euro, der im Umlauf ist, überhaupt nichts zu tun. Das ist reines, chirales Kontogeld. Das wird nicht weitergeben, das kursiert nur zwischen EZB und den Banken. Das ist eigentlich der Hauptunterschied, den wir jetzt haben im Vergleich zum zukünftigen Modell. Die Hausbank selber sagt, okay, ich habe jetzt da Menge X an Kredit, was ich im Prinzip nur verwenden kann. Aber statt dieses Geld weiterzugeben, weil das dürfen sie ja nicht, erzeugen sie auf dieses Geld X selbst Kredite. Das heißt, wenn wer zur Bank hingeht und sagt, ich würde gern Haus bauen, ich brauche da 200.000 Euro, dann braucht die Hausbank vom Zentralbankgeld nur ungefähr 10%. Auf das können sie praktisch die 200.000 erzeugen in einer Bilanz. Der Unterschied ist jetzt das, die Hausbank erzeugt nämlich wirklich Euro. Gedeckt durch 10% vom Zentralbankgeld. Klingt zwar wahnsinnig grotesk, allerdings das Ganze dann genau auszuführen, warum das so ist, das würde den Rahmen sprengen, da können wir uns gerne mal selber unterhalten. Oder falls jemand Lust und Interesse hat, geht er auf meinen YouTube-Kanal zurück ins Jahr 2019, da habe ich das nämlich schon mal erklärt. Im Zuge von Grundeinkommen, warum das Grundeinkommen nicht so funktioniert, wie sie die das vorstellen. Also das heißt die Szene, ja, da gibt es ja inzwischen eigene Vereine, die pro Grundeinkommen sind und ja, man muss leider ganz ehrlich sagen, recht viel checkt haben die von diesem Aufbau nicht, weil sonst würden sie relativ schnell bemerkt haben, dass in Zukunft, wenn wir uns das nächste Modell anschauen, das Grundeinkommen praktisch fix gesetzt ist, aber gesellschaftssteuernd und nicht bedingungslos. Also die wollen ja eigentlich eins, was auch jeder kriegt, egal wie er tut, was er denkt, wen er wählt oder sonst irgendwas, das wird es nicht spülen. Der sich da jetzt von der Hausbank ein Geld aufgenommen hat, muss das auch irgendwann wieder zurückzahlen. Sagen sie uns zumindest. Also wie das dann genau ausschaut, das können wir uns gerne mal im Zuge von einem anderen Vortrag ausschauen, zum Beispiel wie eine Bankenbilanz aufgebaut ist, da wird er nämlich merken, dass der an die Hausbank überhaupt nichts zurückzahlt, sondern die streichen einfach nicht da auch bei den Konten ein bisschen geschickt um und um, weil eine Hausbank zum Beispiel hat kein Geld. Hört sich nur viel blöder an, als wie das, was ich vorher schon gesagt habe, aber eine Hausbank zum Beispiel hat kein Bankkonto. Das könnte noch interessant werden, glaube ich. Das heißt, der glaubt, er zahlt das Geld zurück. Und weil er glaubt, dass die das Geld zurückzahlt, glaubt auch die Hausbank, dass sie da was zurückzahlt. Ist natürlich beides Quatsch. Also zurückzahlt wird gar nichts, da geht es eigentlich nur um Buchungssätze und meistens landet das Geld auf irgendwelchen Zwischenkonten, die dann in der Bilanz nicht mehr ausgewiesen werden. Also eins von den besten Beispielen war zum Beispiel die Mendelbank. Die hat nämlich 500 Millionen versteckt in einer 200 Millionen Bilanz. Das muss man das erste Mal hinbringen. Die haben richtig gut gearbeitet, aber wenn man weiß, um was es geht, dann geht sich das auch locker aus. Und wenn man das Ganze ein bisschen größer rechnet, zum Beispiel die Reika hat im Verbund eine Bilanzsumme, glaube ich, ungefähr von 10 Milliarden. Also wie viel da drinnen versteckt ist, das lässt sich nur spekulativ errechnen. Wahrscheinlich ungefähr das Dreifache. Das heißt, alles, was uns sagen, wir haben zwei Geld und hin und her, das ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Quatsch. Also alle Banken gemeinsam, weil ich war so frei und habe mal bei der Nationalbank alle Bankenbilanzen angefordert. Das waren ungefähr 62.000 Seiten und die machen dann in Summe nicht ganz 1 Billion Euro. Und das heißt, höchstwahrscheinlich sind 2 Billionen gar nicht ausgewiesen.
so grob über den Daumen. Warum das am Anfang zum Verstehen wichtig ist, ist deswegen dann wichtig, wenn man dann wissen will, was eigentlich der E-Euro für uns bedeutet. Also das heißt, was kann dann die EZB damit machen, wenn die einen E-Euro einführt? Dass das einfach nur praktischer ist, ist eine relativ blöde Ausrede. Weil für einen Normalbenutzer, der eine Karten hat oder sonst irgendwas, ändert sich vom Ablauf her überhaupt nichts, weil der weiß ja das gar nicht. Also ob jetzt dein Bankkonto bei der Hausbank liegt, oder ob das bei der EZB liegt, oder sonst irgendwo herumschwirrt, ist völlig egal. Hauptsache es funktioniert. Und die meisten denken ja nur daran, dass es eben funktionieren muss. Aber was dahinter steckt, ist leider sehr viel tiefer. Die E-Euro-Modelle, also vier, sind im Prinzip vorgestellt worden. Einer für sich Augenauswischerei, weil da geht es dann nur um ganz bestimmte Befindlichkeiten zwischen Hausbank und EZB. Das, was uns interessiert, ist das, ja, eher da unten. Ich meine, wenn ich jetzt Bankkarten habe, über mein ganz normales Bankkonto, und ich bemerke den Unterschied nicht, dann ist es egal, oder? Ich würde sagen, nein. Es ist nicht egal, weil wenn er nämlich weiß, was die EZB machen kann damit, dann könnte es unter Umständen sein, dass er in Zukunft bei einigen Zahlungen auf seine Bankomatkarten verzichtet. Allein schon deswegen, weil die EZB aufgrund von dieser Neustrukturierung absolut alles weiß. Und das ist nicht übertrieben. Also ich glaube sogar, dass in Zukunft auf die Karten dann Körpergröße und Gewicht draufsteht, aber werden wir sehen, ob die so weggehen. Die EZB hat sie in allen vier Modellen eines ganz Wichtiges herausgenommen, das eigentlich überall gleich ist. Die Modelle kann man direkt nebeneinander legen, man versteht teilweise die Unterschiede. Für einen Verbraucher ist das marginal, also das wird einen nicht großartig interessieren, ob jetzt die EZB mit der Hausbank in irgendeiner Art und Weise was abrechnet oder ob die Hausbank zum Beispiel irgendwelche selbstgesetzten Schranken einführt, über die wir gleich mal reden werden, oder sonst irgendwas. Also für die zwar ist eigentlich gemacht. Also die wissen ganz genau, dass die da zusammenhalten. Die Frage ist, was betrifft uns? Der erste Schritt, was ist der Unterschied zum vorhergehenden Modell? In Zukunft wird praktisch der E-Euro, das heißt Zentralbankgeld, ja, nichts anderes kann die EZB erzeugen, direkt in Umlauf gebracht. Das heißt, den Euro, so wie wir ihn jetzt kennen, den gibt es nicht mehr. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum sie das Bargeld abschaffen müssen. Das Bargeld muss weg, sonst kann dieses Modell gar nicht funktionieren. Das ist das Ziel einmal bis 2025, das haben sie uns zwar noch nicht gesagt, aber der eine oder andere Winter steht uns noch bevor und auf einmal wird das Geld so dreckig, dass da lauter Viren drauf sind und die Leute das nicht mehr benutzen dürfen oder sollen. Und wir haben sie schon gehabt, ja, 2020, Beispiel bei uns beim Hofer, Bulgariplatz, der hat einige Monate lang überhaupt kein Bargeld mehr angenommen. Genau, da sind die Leute dann bei der Kasse gestanden und haben halt einfach das Zeug in die Waage liegen lassen, weil die nur Bargeld mitgehabt haben und haben nicht zahlen dürfen damit. Das war sozusagen ein kleiner Vorschub in die richtige Richtung, zumindest aus ihrer Sicht, nämlich aus dem einfachen Sinn, naja, wenn die Leute kein Bargeld mehr benutzen, dann brauchen wir es ja nicht mehr. Da ist letztes Jahr ein Bericht von der EZB herausgekommen, der genau in diese Kerbe hineingeschlagen hat. Wir haben praktisch 2020, ich glaube um 28% weniger Bargeld benutzt als 2019. Und die EZB hat daraus geschlossen, dass wir jetzt alle miteinander kollektiv vom Bargeld abrücken. Dass die logischerweise nicht eingeschrieben haben, dass die Wirtschaft zu uns gesagt hat, na zahlt bitte mit der Karten wegen Übertragungswege und hin und her, das ist auch klar. Ja, die führen das logischerweise nicht auf irgendwelche Infektionsketten zurück, die sie uns eingeredet haben, sondern sie führen das auf das zurück, dass wir jetzt praktisch uns weiterentwickeln und viel lieber die Karten benutzen als ein Bargeld. Dass der Euro mit dem Zentralbankgeld zusammengelegt wird, hat einen ganz speziellen Grund,
weil das Konto, was bisher die Hausbank geführt hat, zur EZB wandert. Das heißt, wo vorher unsere Hausbank die sogenannte kontoführende Bank war, da müsst ihr euch einmal reinschauen in die neuen AGBs der Banken, da steht dann nicht mehr kontoführende Bank, sondern kontoverwaltende Bank drinnen. Der Unterschied ist relativ klar, das Bankkonto liegt bei der EZB und zwar alle Bankkonten und die Hausbank ist nicht mehr dazu da, um dich zu betreuen. Und das wird halt auch entsprechend zusammengeschrumpft. Ja, wir haben, glaube ich, 1200 Bankomaten verloren im letzten Jahr. Ja, die sind nicht verloren gegangen, sondern wurden logischerweise bewusst abgedreht. Und bei den Hausbanken ist es sehr ähnlich. Die Filialen werden immer weniger. Und das heißt, früher oder später steht man eigentlich nur mehr mit der Karte da. Und alles andere rennt höchstwahrscheinlich über eine ausgelagerte Hotline. Und so einen direkten Ansprechpartner, diesen klassischen Bankangestellten, der da unter Anführungszeichen weiterhilft, naja, das wird halt dann wahrscheinlich immer weniger. Oder wahrscheinlich gibt es es nur mehr dann in zentralen oder an zentralen Stellen, wie zum Beispiel Landeshauptstädte, Bezirkshauptstädte und sowas. Da wird man halt schauen, dass man das erhaltet. Aber am Land, und davor ist halt die Reika unmittelbar betroffen, wird dieser Filialdienst mehr oder weniger aufgegeben. Zahlt sich im Prinzip bei jetzt schon immer aus. Die Reika jammert ja ständig, dass keine Förderungen in dem Bereich mehr gibt. Ja, und jetzt kommt man natürlich mit dem Betrieb plötzlich nicht mehr zusammen, obwohl die Reika eigentlich ein Genossenschaftsprinzip ist. Also die einzige Bank mit Genossenschaftsprinzip, alle anderen sind gewinnorientiert, die Reika logischerweise nicht. Ne? War eh klar. Das heißt, der Euro als echte Währung, den gibt es ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Wir benennen Zentralbankgeld, das willkürlich erschaffen wird, dann Währung. Vorher hat es dann zumindest das Bargeld gegeben, das heißt, du hast okay, einen bedruckten Zettel in der Hand gehabt oder zumindest irgendwelche gestanzten Münzen, aber das, wenn das einmal weg ist und das soll 2025 soweit sein, dann gibt es an und für sich nur mehr eine Scheinwährung, weil recht viel mehr ist es nicht. Und das hat dann nichts mit Geldscheinen zum Tor, sondern nur damit, dass man halt diesen Schein einer Währung aufrechterhaltet. Das heißt, der Wert der Währung liegt darin, dass die Leute daran glauben. Mehr Wert hat das Teil dann nicht mehr. Das Gute, Schlechte an der ganzen Geschichte ist, der Kollege da unten, der merkt nichts davon. Höchstwahrscheinlich werden nicht einmal die Karten ausgetauscht. Also so wie es momentan ausschaut, kann alles aufgrund der Programmierung ganz normal weiterlaufen. Das heißt, der Otto Normalverbraucher, der sich nicht beschäftigt damit, für den hat sich genau nichts geändert. Optisch. Es ändert sich dann was für den da herunten, wenn er zum Nachdenken anfängt. Wenn er zur Bank hingeht und zum Beispiel einen Kredit haben will und aus irgendwelchen Gründen abgelehnt wird, obwohl er nicht weiß warum. Weil das entscheidet nicht mehr die Hausbank. Die Hausbank, die kennt dich, die kann vielleicht eine Empfehlung aussprechen, aber die Entscheidung liegt da herum. Blöd natürlich für alle, die dann früher oder später bemerkt haben, dass das Eigentum langsam aus privater Hand entzogen werden soll. Die werden dann auch mitkriegen, dass das dann immer schwieriger werden könnte, dass die einen Kredit kriegen, obwohl sie eigentlich kreditfähig sind. Das heißt, da könnte es dann spätestens ab 2025 einen Wandel geben, sodass die Leute früher oder später halt einfach auf das Eigentum verzichten. Und ich habe jetzt gerade, ich glaube vor zwei Tagen, ein Video gemacht, dass wir haben es jetzt genannt, lebensbezogene wirtschaftliche Bildung in unseren Schulen Einzug halten soll. Und da steht dann ganz konkret drinnen, dass die Schüler darauf vorbereitet werden, auf ein Arbeitnehmerleben, auf einen Mietvertrag, also die typischen Sachen, damit genau das, was dir eigentlich am Vermögen taugt hat, ja, eine gewisse Unabhängigkeit in der Selbstständigkeit, eine gewisse Unabhängigkeit im Eigentum, dass das dann, ja, ich sage mal, irgendwo in die Schubladen verschwindet und möglichst wenig Leute darauf aufmerksam gemacht werden, dass das eigentlich eine gute Alternative war zu, ich hackelt den ganzen Tag, ich hackelt eigentlich für einen Mietvertrag, ich hackelt für einen, der mich eh nicht mag und so weiter und so weiter. Ja. Beim Zurückzahlen wird es höchstwahrscheinlich auch sehr ähnlich sein. Also auch wenn wir da jetzt im Prinzip die Hausbank dazwischen haben, ja, das Konto lautet auf die Hausbank, liegt aber bei der EZB. Also da
wird sich auch der Kontoauszug wahrscheinlich nicht großartig ändern. Es könnte nur sein, dass dann vielleicht E-Euro draufsteht. Wobei E-Euro ist dann ein schönes Wort für Zentralbankgeld. Recht viel mehr ist es nicht. Ein paar Punkte, die interessant sind und für ein paar wahrscheinlich auch wichtig, ist zum Beispiel, ja, wie kommt man denn überhaupt zu den E-Euro? Ich meine, 2023, wenn es anfangen, mit einem sogenannten Pocket-Konto, das an und für sich so ähnlich aufgebaut ist wie Kryptowährungskonto. Falls irgendwer Kryptowährungen hat, grob über den Daumen heißt es, du zahlst Euro ein, kaufst dir eine Kryptowährung und dann hast du ein Wallet. Das heißt, du hast im Prinzip ein imaginäres Geldbaschel und da liegt halt dann deine Kryptowährung drinnen. Normalerweise kein Problem, 2025 würde ich persönlich, also falls wer sowas hat, vorher aussteigen, weil es könnte unter Umständen sein, dass die EZB meint, wir müssten ein bisschen diesen Geldmarkt schrumpfen und dann heißt es, ja, Entkoppelung der Wallet von deinem Bankkonto und da kannst du nichts mehr zurückholen. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit, dass man die Menge an Euros, die kursieren, einfach mal kappt, weil wenn du das nicht mehr zurücküberweisen kannst, dann hast du da keine Euros. Relativ einfach. Dann ist halt vor eine Kryptowährung und nachher ist Spielgeld. Ich meine, für die EZB ist es sowieso Spielgeld, weil wer so viel Geld hat, dass er dort was einlegt, der braucht es in Wahrheit eh nicht mehr. So ähnlich hat sich die Lagarde ja schon einmal geäußert. Allerdings ist das jetzt auch schon wieder 2 Jahre her und wenn die was sagt, dann würde ich genau zuhören, weil wenn sie meint, das ist nicht das Spielgeld, dann kann es natürlich auch sein, dass sie es als Spielgeld behandeln. Und das heißt halt, du kriegst es nicht mehr zurück, dafür kannst du halt irgendwo an der Börse spekulieren, kannst dich freuen, dass du was gewinnst, was aber im Ende dann keinen Wert mehr hat. Wenn du es nicht zurücküberweisen kannst, dann hat es eine Entkoppelung vom Euro und damit ist es tatsächlich de facto nur mehr Spielgeld. Werden wir sehen, ob sie das machen. Persönlich würde ich da ein wenig aufpassen, aber nachdem ich selber gar keine Kryptowährungen habe, ich halte nichts davon, ist eine persönliche Einstellung. Muss ja jeder selber wissen, aber zumindest vor 2025 würde ich da nochmal das Geld ein wenig abziehen. Wenn wir uns jetzt den E-Euro anschauen, vom Aufbau her, welche Vor- und Nachteile hat das Ganze? Vor- und Nachteile habe ich deswegen so hingeschrieben, weil für jeden Einzelnen ist es zum Überlegen, ob er darin einen Vorteil oder einen Nachteil sieht. Für mich persönlich sind fast alles Nachteile, weil ich ganz einfach glaube, dass uns das in der persönlichen monetären Freiheit ganz massiv einschränken wird. Und deswegen habe ich da eigentlich auch gleich mit den wichtigsten Punkten angefangen. Das, was die EZB die ganze Zeit sagt, ja, dieser E-Euro, der ist dann angeblich auf einer Blockchain-Basis, ist zwar ganz nett, wenn man aber weiß, dass eine AI, also eine künstliche Intelligenz, diese Blockchain betreibt, dann brauche ich dort nicht ein paar Filter einprogrammieren und du kannst viele Sachen plötzlich nicht mehr machen, obwohl ich eigentlich alles vollautomatisch laufen müsste. Und das ist halt der Nachteil, wenn alles an einer Stelle zusammenrennt. Ja, während die normalen Kryptowährungen in der Regel über Börsen abgewickelt werden, das heißt, du hast eine Wallet, die ist extern, die ist nicht bei der EZB, die ist nicht bei deiner Hausbank, außer du hast das bei der Hausbank gemacht, was jetzt rein von der Logik her nicht besonders gescheit ist, aber naja, wer weiß. Dann hast du eine Börse, dann hast du einen Betreiber von der Wallet, du hast lauter unterschiedliche, zueinander im Prinzip neutral stehende Beteiligte und kannst da drinnen deine Handlungen machen. Da mit dem Konto bei der EZB gibt es im Prinzip nichts Unabhängiges. Das heißt, die EZB ist der Erzeuger des Buchungssatzes, ist der, der das eintragt in die jetzt ist mir der Name gefallen. Das ist der das eintragt dann praktisch in die Blockchain. Das ist der das Ganze überprüft, und zwar beim Eingeben wie auch beim Ausgeben. Das ist ja derjenige, der das Ganze verbindet von Währung zu Währung, weil es ist ja nicht nur die EZB, die damit beginnt, sondern mehrere Länder. Und das heißt, die gesamte Kontrolle, also wirklich absolut alles, liegt bei der EZB. Auf die Art und Weise hat die EZB uns überhaupt noch nie kontrolliert. Das heißt, sogar jetzt, wenn ich eine ganz normale Überweisung mache,
hat das nichts mit der EZB zum Tor, das hat nichts mit der Nationalbank zum Tor, das hat ausschließlich mit meiner Hausbank zum Tor und mit der Bank des anderen. Und da rennt absolut alles über die EZB. Und das ist aus meiner Sicht deswegen so erschreckend, weil die Kinder wirklich alles machen. Dass sie den Kontostand wissen, das war bisher nicht. Kontostände müssen nicht gemeldet werden, sondern gemeldet werden nur die Überweisungen. Ja, nachher dann ist wirklich alles bei der EZB. Die wissen den Kontostand, die wissen, wer du bist, die wissen, wo du wohnst, die kennen alle Daten, weil praktisch alles weitergeleitet wird. Die wissen, wo du hinüberweist, wo du Geld herkriegst, also einfach alles. Und wenn sie die tatsächlich auf dem Kicker hätten, ist das ein Fingerschnipp, also eigentlich ein Tastaturdruck. Und die können da alles auch dran. Du kannst kein Geld mehr kriegen, du kannst kein Geld mehr schicken, das Konto ist eingefroren, was auch immer die machen wollen, die können alles machen mit dir. Wie ich schon gesagt habe, Überweisungen, alles läuft über die EZB. Das heißt, wenn da irgendwas mit dir nicht passt, dann ist das das allerletzte, was du da haben willst. Eine Bank, die alles antragen kann. Und Vermögen, ja, das wissen sie dann logischerweise auch. Das ist dann nächste Woche EU-Vermögensregister. Da werden wir dann ein bisschen ins Detail gehen. Wie ich schon gesagt habe, ich habe mir dazu ein paar Vorträge angehört von führenden Leuten, die beim World Economic Forum gesprochen haben. Und was sie die da so vorstellen, ja, Hut ab. Also das muss man sich als erstes einmal ausdenken. Dann habe ich schon gesagt, ja, Grundeinkommen. Insbesondere die Grundeinkommensszene ist ja der Meinung, ein Grundeinkommen ist ein nationales Problem. Glauben's. Weil die Argumentation geht in die Richtung, ja, in Deutschland beispielsweise ist das Durchschnittseinkommen höher als in Österreich. In Österreich ist es wiederum höher als in Italien. Das heißt, jedes Land bräuchte ein unterschiedliches Grundeinkommen, mit dem er dann auskommt. Weil wenn man es zu niedrig ansetzt, beispielsweise die Deutschen kriegen das Grundeinkommen von Italien, werden es wahrscheinlich nicht zufrieden sein, weil sie nicht auskommen damit. Und umgekehrt, ja, die Italiener kriegen das Grundeinkommen von Deutschland, die haben sie dann alle in die Hängematten. Also das heißt, das, was die Leute glauben, ist ganz einfach, dass das ein nationales Problem ist, was national gelöst wird. Die EZB ist da völlig anderer Meinung. Nachdem alle Staaten dann bei der EZB die Konten haben, kann die EZB genau steuern, wer was kriegt. Und das ist Sinn und Zweck der ganzen Übung. Also zumindest im Bereich des Grundeinkommens. Weil wenn die EZB nämlich genau weiß, wer was kriegt, dann sind wir da. Inflationssteuerung. Ein Land hat eine Regierung, die es nicht wollen. Ja, rauf mit der Inflation, überhaupt kein Problem. Griechenland. Also, das, was die damals aufgeführt haben, mit Tsipras und Co., war genau das. Die EZB hat ihnen gesagt, was machen sollen. Was nie funktioniert hätte und auch nicht funktioniert hat. Die haben es aber dann gemacht, weil sie es machen mussten, sonst hätten die auf einen Schlag kein Geld mehr gekriegt. Und dann haben sie auf einmal das Ganze umgesetzt und haben sich gewundert, warum die in der Rezession schlittern. Ich meine, der Tsipras selber ist ja auch ein Studierter und der hat mehrfach gewarnt davor, dass das nicht funktioniert. Als Finanzminister hat er halt ein Problem gehabt. Nein, ja, bin mir jetzt nicht ganz sicher, entweder war der Tsipras Finanzminister oder der Janofakis, kann ich nicht genau sagen. Einer von den zwei auf jeden Fall, der eine war der Kanzler und der andere war der Finanzminister und beide haben gesagt, das funktioniert nicht. Die EZB hat sie dazu gezwungen, nebenbei haben sie Zypern ein bisschen ausgebrannt, vielleicht habt ihr das ein wenig mitgekriegt. Ja, so Konto leer geräumt über Nacht, weil Zypern aufgrund von Griechenland im Prinzip pleite gegangen ist. Ist bei uns nicht großartig in den Medien vorgekommen, aber da hat sich die EZB einmal an einen Staat bedient und dann haben sie ihn neu aufgebaut. Also das heißt, die haben dann dort Banken installiert, die einer wohlgesonnen waren und dann haben sie halt das Ganze wieder neu aufgezogen. Und auf diese Art und Weise könnten sie rein theoretisch jedes Land platt machen, also sogar Deutschland. Das ist eigentlich das Freche an der ganzen Geschichte. Der wirtschaftsstärkste in der ganzen EU ist dann unmittelbar, genauso wie Österreich und alle anderen, von der EZB abhängig. Und damit sind wir da. Die nationalen Gesetze gelten für die EZB gar nicht. Wir haben zum Beispiel eine Einlagensicherung bei den Banken. Eigentlich. Ja, ein paar dürften das kennen,
Wir haben eigentlich eine Einlagensicherung, glaube ich, bis 100.000 Euro. So steht es im Gesetz drinnen. Nachdem aber die EZB sich hier einmischt, gilt es nicht mehr. Das kann 100 Mal im Gesetz drinnen stehen, es interessiert keinen. Warum nicht? Naja, das Bankkonto liegt ja nicht mehr da. Das Bankkonto liegt in der EU, beziehungsweise in der EZB. Was kümmert es die EZB, was wie viele Gesetze haben? Die Gesetze, die bleiben einfach nur stehen. Ich meine, wir haben da einige Gespräche gehabt, insbesondere mit Leuten von der Reika, die über dieses Problem bereits Bescheid wissen. Und die wissen alle, dass es viele Vermögende gibt, die nicht nur ein Bankkonto haben, also logischerweise nicht nur dort, sondern ein bisschen gestreut bei allen möglichen Banken. Und die dachten bisher, dass das für jede Bank separat gültig ist. Ist es nicht. Das wird alles zusammengelegt und von den 100.000 sind effektiv ungefähr 25% geschützt. Der Rest ist sozusagen Körpergeld, je nachdem wie schlecht die Bank dann aussteckt. Hypoalpe Adria war eines von den besten Beispielen. Ja, in Burgenland ist wieder eine Pleite gegangen, also eine Bank, die nicht pleite gehen kann, ist pleite gegangen. Über das gehen wir dann ein anderes Mal reden. Ja, dass Banken nicht pleite gehen können, das wissen auch die wenigsten. Ja, Bank braucht zum Beispiel nur Immobilien kaufen und kann auf eine selbst gekaufte Immobilie mit selbst erzeugtem Geld wiederum Kredite vergeben bis zur 10-fachen Höhe. Wenn eine Bank pleite geht, dann ist es meistens ein politisches Thema. Hypo Alpe Adria, Jörg Haider. Haider ist gestorben, Bank ist gestorben. Im Übrigen zahlen wir immer noch. Das ist zwar jetzt schon über 10 Jahre her, aber wir zahlen immer noch. Ja, macht ja nichts, ich meine, wir haben es ja. genau, Konsumentenschutz und Vermögenssicherung. Natürlich ist es dann unmittelbar mit der Thematik gekoppelt. Umso weniger Filialen das gibt, umso weniger Konsumentenschutz gibt es. Wo soll ich denn hingehen, wenn ich mich beschweren will? EZB anrufen? Weiß nicht. Bin mir nicht so sicher, ob die deutschsprachige Hotline einrichten, extra für uns, wenn wir irgendwelche Sorgen haben. Und dann wird es richtig heiß. Ich habe vorher schon erwähnt, die EZB hat die Möglichkeit, jedes einzelne Land an die Wand zu fahren. Das gilt auch für jeden einzelnen Verbraucher. Das heißt, innerhalb vom World Economic Forum ist ja schon mal etwas besprochen worden, und zwar, jeder soll im Prinzip seine DNA abgeben, da kriegt er dann so ein kleines Kater, und mit dem Kater geht er einkaufen, und dann kann er nur Produkte kaufen, die DNA-kompatibel sind. Geile Geschichte. Da weiß ich endlich, was zu mir passt. Auf der anderen Seite, naja, wenn du ins falsche Regal reingreifst, ja, dann könnte sich plötzlich sprunghaft die Sozialversicherung melden und sagen, ja, lieber Freund, ich meine, so wie du dich ernährst, ich meine, nichts für ungut, du wirst ja keine 30, ich meine, bei mir werden sie das nicht mehr sagen, aber bei den Jungen, die dann nachkommen, die kann man sich da relativ geschickt erziehen. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, ja, wirtschaftliche Bildung in der Schule, höchstwahrscheinlich wird das auch weiter noch einige in Gesundheitsthemen. Ja, kauft die richtigen Produkte? Kennen wir ja eigentlich schon. Ist halt dann eher die Frage, kaufe ich da wirklich jetzt ein Produkt von Nestle? Also nur gesund? So super gesund, dass ihr eigentlich schon weiß, wann ich einen Löffel abgib? Produktmenge ist genau das Gleiche. Ich meine, jetzt haben wir ja schon Mengebeschränkungen gehabt. Angeblich wegen Lieferengpässe. Ja, Sonnenblumenkernöl zum Beispiel, Nudeln zum Beispiel. Ja, bei der Metro ist hier draußen ein Schild gestanden, ja, bei bestimmten Produkten gelten Mengenbeschränkungen. Das kann dann genauso passieren. Das heißt, das, was uns die ganze Zeit sagen, mit, also in der alternativen Szene, mit, ja, du musst da was auf Zeiten legen, du musst da einen Vorrat anlegen und hin und her, das kann da oder dann relativ schnell angewippt werden. Warum? Weil die genau wissen, was bei dir daheim im Lager liegt. Die Produkte, das sind nicht einfach nur Produkte. Ja, spätestens dann, wenn du einkaufen gehst, ohne dass wir an der Kasse sitzt, du gehst rein, nimmst das Produkt raus, gehst heim und es ist zahlt. Und solche Shop gibt es ja schon. Ja, Amazon To Go zum Beispiel. Bei uns hat sich das noch nicht so ganz durchgesetzt, aber ich glaube, es gibt schon ein Pilotprojekt in Wien. Das heißt, die wissen dann nicht nur, was du kaufst, sondern ob es zu dir passt, im schlimmsten Fall sogar DNA optimiert. Und wie viel das du benutzt davon.
glaubt ihr nicht im Ernst, dass das einfach nicht ein Produkt ist mit einem Barcode? Ja, da sind dann in den Folien halt einfach Chips drinnen und die wissen sogar, was du im Keller hast. Ja, und damit sind wir bei den grünen und gesunden Produkten, also eigentlich genau das, was einer Hauptziel ist, einfach alles kontrollieren. Und da ist am Ende dann wirklich die Frage, wollen wir das? Weil wenn wir es nicht wollen, dann ist jetzt wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass man dagegen steuert. Wenn wir einfach mitmachen im Kollektiv, also die meisten da draußen, gehe jetzt leider davon aus, dass die eher schlafen und nicht recht viel wissen davon, aber es ist ja jeden seine einzelne Entscheidung. Ja, dass wir da drüben zum Beispiel unsere eigenen Produkte ansetzen, einmachen und ja, fertig machen, das hat ja nicht einfach nur einen psychologischen Wert, einen prophylaktischen Wert, sondern im Prinzip auch schon einen gewissen Wert auf das, was kommt. Dagegen steuern. Einfach nicht mitmachen bei dem ganzen Mist. Und nicht mitmachen heißt zum Beispiel auch ganz bewusst mit Bargeld zahlen. Habe ich ja schon einige Male erwähnt. Das Einzige, was wirklich dagegen halt ist, wenn die Menge an Bargeld, die benutzt wird, nicht abnimmt, dann sind die wieder am Zug, dann müssen sie die irgendwas einfallen lassen, um uns vom Bargeld wegzubringen. Ja, wenn wir beharrlich das Bargeld weiter benutzen, dann wird die Agenda mit 2025 höchstwahrscheinlich nicht durchgehen. Werden wir sehen. Aber es war natürlich gut, wenn viel, viel mehr Leute auf das Ganze aufmerksam werden, weil in welche Richtung das geht, das wird nicht einfach nur von denen gesteuert, sondern die müssen auch im Prinzip schauen, kommen wir hinterher. Und wenn wir einfach überall mitmachen, dann ist das kein Problem. 2025 sind nur 2 Jahre, da können sie uns noch einige Kampagnen um die Ohren hauen, egal wie sinnvoll oder sinnlos das ist, was sie uns da erzählen, wenn die Leute einfach mitmachen und dann sagen, ja, das kommt ja sowieso, ja, dann wird es ja sowieso kommen. Aber wir werden sehen, ich meine, ich bin zum Beispiel einer, der eigentlich nur mehr mit Bargeld zahlt und von dem her habe ich mir zumindest nichts vorzuwerfen, aber aktiv zum Beispiel da im Verein mitzumachen, hat eigentlich auch diesen Hintergrund, dass man einfach sagt, okay, diese Massenkonsumation, die ja zum großen Teil gesteuert ist, da tue ich auch nicht mehr mit, interessiert mich einfach nicht. Weil das, was sie da ausgedacht haben, ist aus meiner Sicht hochgradig psychopathisch und ja, von solchen Leuten will ich mich nicht zu sehr vereinnahmen lassen. Ja, im Großen und Ganzen sind wir durch. Nächste Woche möchte ich mit euch das Vermögensregister besprechen. Das betrifft dann wahrscheinlich nicht nur Leute, die ein Vermögen haben, sondern eigentlich jeden, weil die wirklich bis ins kleinste Detail alles wissen wollen, was wir haben. Und ja, wie die dann damit umgehen, ist nicht nett, um es vorsichtig zu formulieren. Aber das schauen wir uns dann an. Es gibt inzwischen Prozentzahlen, was uns abknöpfen wollen, wie das Ganze funktionieren soll, wie sie das Ganze bewerten wollen. Ja, ist auf jeden Fall für die sehr interessant, die vielleicht doch irgendwann einmal den Gedanken gehegt haben, eventuell an die Nachfolgegeneration noch was zu übergeben. Da kann man nur sagen, ja, beeilt euch. Oder macht es gescheit. Je nachdem. Es gibt kleine Auswege, aber momentan gibt es zumindest noch. Ja, an der Stelle werden wir dann die Aufnahme stoppen und vielleicht